Action! So, Hallöchen, liebe YouTube-Freunde, Leute, früher hätte ich Leute gesagt, oder? Hallöchen, auf jeden Fall erstmal, und natürlich alle Leute, jetzt offiziell, endlich anwesend, alle sozusagen hier im Livestream, Hallöchen alle gesagt. Und natürlich ganz wichtig, jetzt am Anfang, bevor ich es wieder vergesse, schönes Wochenende, ein langes, schönes Wochenende, weil ich mir das Wort gewünscht. Ich muss morgen noch einkaufen gehen, das heißt also, es wird sowieso lang werden. Und ja, also auf jeden Fall erstmal schönes Wochenende gewünscht. So, was gibt's noch zu sagen? Erstmal nichts, ich fühle mich im Moment ganz gut, deswegen war heiß gewesen, jetzt dieses Spiel weiterzuspielen, weil wir sind ja auf dem Weg zu den Graubärten oder wie die heißen, ja, die Graubärte. Und wir haben ja unterwegs jetzt schon einen Drachen gesehen gehabt, der ist uns über den Weg geflogen gekommen, ja. Das heißt, man kann sagen, ich ziehe die Drachen magisch an. Das Witzige an der ganzen Geschichte ist ja, meine Tochter ist ja auch ein Drache. Also die ist ja im Sternzeichen des Drachen geboren. Faszinierend, oder? Wie die Drachen mich so umschwirren, kann man sagen. Faszinierend, oder? Mein Kind ist im Zeichen des Drachen. Hatte ich ja schon mal erzählt, ja. Also, aber hier passt es gerade. Hier an der Stelle passt es ja gerade. Bei Skyrim. Ja, meine Tochter ist ein Drachenkind. Und ja, zur Millenniumzeit geboren, vielleicht ist es das auserwählte Kind. Ich meine, alle 1000 Jahre wird ein Kind im Zeichen des Drachen geboren. Vielleicht ist es das auserwählte Kind, wer weiß es. Ja, praktisch auf der Suche nach dem goldenen Kind. Ja, sag ich, die es wissen, die den Namen kennen, die werden es wissen. Ne? So, was gibt's noch zu erzählen? Genau, meinen neuen Vorlog habe ich reingestellt. Also da, wo es um diese komischen Produkte, die ich mir hier so gezeigt habe, diese komischen Produkte. Das habe ich jetzt endlich mal das Thema fertig, weil ich will schon wieder was anderes machen. Das hat mich voll aufgehalten, dieses Produktzeugs da. So, das haben wir Gott sei Dank über den Berg bekommen. Und ja, dann los, gehen wir rein. Bevor wir uns jetzt so erotisch jetzt wieder aufregen, ja, und fangen wir lieber erstmal locker an dem Freitag. Hey, locker anfangen, das Wochenende, ja. Weil morgen wird es ja wieder richtig hart und so, ist ja klar. Ist logisch. Ist wie beim Pornodreh. So, muss rein. Also, wir starten erstmal ein Stück bis zur Vorstufe. Erstmal die Vorstufe. Da ist es. Nein, Cosima, nicht so. Du musst jetzt beim Thema bleiben. Okay. So, volle Lautstärke, volle Pulle, alles auf volle Pulle drehen. Denn jetzt, meine Damen und Herren, jetzt geht das wieder los. Ich überlege gerade, genießt mal den Anfang doch, oder? Das haben wir immer gemacht. Wenn ich so kurz hintereinander spiele, weil wir brauchen das, glaube ich. Aber ich versuche mich emotional zurückzuhalten, okay? Ich versuche mich da jetzt nicht bei diesem Lied reinzusteigern, sondern einfach nur hören und genießen. Mal gucken. Vielleicht mal sehen, ob ich mich beherrschen kann. Weil wie gesagt, wenn die Pferde mit mir durchgehen, dann kann ich für nichts garantieren, dann bin ich unberechenbar. Dann bin ich praktisch wie ein, versteht ihr? Und das, ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen. Okay, los. Psst. Es bummt. Oh, es bummst und rumst schon. Thank you.
Jetzt geht's los, wir gehen rein. Da, da, da. Bom, bom. Rein. Yes, einmal wieder. Jetzt ist noch alles ein bisschen frisch, sonst vergesse ich wieder die Hälfte. Ich hatte mich schon gefragt, wo wir eigentlich hängen geblieben sind. Hier beim Sitzen natürlich. Hey, guck mich nicht so an. Baggerst du mich an? Guck mich nicht so an, Leute. Yes! Das heißt, unser Weg wird kein leichter sein, denn wir sind schwierig bepackt. So, Dalle. Na, mein Gott, wie geht's dir? So, auf den. Auf den! Ups. Ach du Scheiße. Ah, darf ich mitnehmen. Ich darf schon, ich habe jetzt außerdem was geklaut oder so. So, wird Zeit, ein anderes Outfit anzulegen, ne? So, und zwar, das hat mir nämlich neulich, habe ich in der Videoaufnahme gesehen, das sah recht geil Omato aus, und zwar meine Robin Hood-Bumse sozusagen. Zeig mal her. Oh, was hast du getan? Unerbittliche Macht. Nein, 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 was tust du mir an? Stimme des Kaisers. Nein! Oh, du machst meine ganze Bumse kaputt. Jetzt ist alles zu spät. Ich glaube, die schmeiße ich weg. Aber ich muss jetzt erstmal zu meiner sexy Robe. Besser gesagt, sexy Novizen. Nee? Patch die euch, hab ich dann an. Geh mal ein Stück. Ich sehe doch nichts, man. Geh mal ein Stück zur Seite. Geh mal ins Licht. Da hat man das Licht hin. So, jetzt. Mit schäbigen Dieben und betrunkenen Schlägern zu tun. Quatsch mir nicht voll. Es ist lange her, dass wir mal gegen eine ganze Diebesbande ins Feld gezogen haben. Zieh Leine. Du bin ein Tarne jetzt. Geh mir aus dem Licht. Geh mir aus dem Feuer, sag ich dir. Ich bin ein Tarne jetzt. Na, so ist brav. Na, so haben die gleich so. Voll, du. So, so nochmal. Nein, oh. Ich muss schließlich umdrehen. Ja, so. Was war denn das gerade? Ja, dann macht die Geräusche hier am frühen Morgen, hä? So. So, jetzt nochmal. Tunika mit Gürtel, nein. Schwarze Robe, nein. Ring der gierigen Blau, nein. Pelzstiefel, ja, warum nicht? Novizenrobe, nein. Novizenkapuze, nein. Kleidung, nein. Habe ich die zweimal? Kaiserliche, nein. Wo ist mein Jagdbogen? Ja, warum hast du den nicht an? Heilung, jetzt mach mal Heilung wieder. Und Flammen. Ah, rechts, links, ja, von mir aus. Wahrscheinlich muss man an Fellrüstung, da ist er wahrscheinlich. Ja, nee, Nein, aber das. Ich weiß nicht, sieht das noch sexy aus oder bin ich inzwischen auf einem anderen Level geistig? Weil, Fellrüstung, nein. Eisenstiefel, nein. Fellarmschienen. Die hat Diadem der geringe. Nee. An der Rüstung ist gehört. Nee, ich würde Berg. Mann, da, die will ich haben. Ja, die. So was Schönes, die ruhige, die schmeidige. Nicht so aufdringlich. Also ist sonst immer so. Ist halt sonst so. So ist das schon mal recht nice. Und dazu bitte, wo ist mein Bogen? Wo ist mein Bogen? Jagdbogen der Seelen. Danke. So. So siehst du nämlich recht sexy aus. Na. Der Maya, guck mal ins Licht. Na. Das sieht nämlich sexy aus. Düdelidü. Jawohl, ja, ja. So, dreh ich mal noch um. Komm mal zurück. Mach mal ein sexy Lagerfeuerbild, okay? Ja, irgendwie ist der Lichteinwurfwinkel nicht gerade der beste. Aber hey, warte mal. So. Ein Bild. Ist nicht das beste Bild, muss ich mal sagen. Na gut. Wir müssen jetzt mal ein bisschen weiter. Da draußen wartet die Welt darauf, entdeckt zu werden. Und zwar
von uns. Von uns Abenteuern, Abenteurern, die auf dem Weg sind, auf dem Weg der Erkenntnis. So, dann mal los. Du da, komm hoch, wir wollen jetzt gehen. Wir brechen auf? Ja, wir brechen auf. Schau mit. Na los. Wie ihr wünscht, Tane. Ich werde euch mit meinem Leben beschützen. Lauf zu Schleim. So, Hauptsache, du kannst auch so kämpfen, wie du aussiehst. Sonst zieh ich dir eine rein, seid ihr. Und denk, ich hab der anderen auch eine reingezogen. Denk mal nicht, dass ich bei dir eine Ausnahme mache. Dann machst du Diadem was von mir, oder? Na, ja, nicht schlecht. So, das heißt, unser nächster Stop sozusagen ist die Winkelgasse. Aber mir blinkt noch irgendwas. Warum blinkt da noch was? Achso, aktueller Standort. Ja, Schwert haben wir. Gucken wir es mal in unsere Arbeitsliste sozusagen. Tagebuch. So, Tagebuch. Bringe Nessel, warte, Nesselfluch in deinen Besitz. Naja, eigentlich sollten wir, sprich mit den Gebärtigen. Oder warte mal, vielleicht haben wir ja was in der Nähe. Vielleicht gibt es ja was in der Nähe, was nicht so. Aber wenn ich das hier mache, dann ist das auch erledigt hier. Was ist denn das? Kann ich anscheinend nicht. Okay, warte mal. Kauf auf dem M of Karte. Ist direkt daneben. Ach, das ist diese Dungeon. Das war diese Dungeon-Ding, oder? Warte mal, mach mal nach. Sprich mit den. Nee, wo ist denn das? Sprich mit den Gefangenen der Alig in Rode. Oder berichte den Alig von Sadeas Aufenthalt. Und. Ist doch da gleich. Oder sieht das was falsch? Nee, warte mal. Ach, da hinten! Na, sag mal, siehst du aus, als hätte ich ein Flugzeug oder was? Da geht jetzt nicht hin. Ich dachte, das ist vor der Haustür. Nur immer ein Pferd oder irgendwas kaufen oder so, oder eine Kutsche oder ein Partner hier, der ist kräftiger, dass die mich dahin tragen kann. Aber ich luft halt den weiten Weg dahin, sieht so aus. Nee, quatsch mal mit euch alleine da in der Ecke da. Das ist mir jetzt aber ein Stück zu weit. Da ist ja, muss ich ja Verpflegung mitnehmen und so. Also. Und das haben wir halt abgearbeitet. Ah, ja, fleißige Leute hier. Und Hallöchen, da sagt jemand Moin, gute Moin. Moin. So, Moment. Wie sieht's denn hier aus? Zeig doch mal her. Bringe Bumse. Zeig mal auf der Karte. Na, das ist nicht weit weg. Das ist ja gleich um die Ecke. Das könnten wir erledigen. Das sind so diese kleinen Botengänge oder was. Trink Red Bull, dann kannst du hinfliegen. Ich kann fliegen. Das sieht jetzt auf den ersten Blick erstmal nicht so weit aus, oder? Bringe Andurs Amulett von Arkai in deinem Besitz. Gib Arkadia die Frostsalze. Oh, seid mal her. Das ist auch da. Das ist alles ein Ding da. Pass mal auf. Jetzt wird es gleich witzig auf der Karte. So, verschiedenes. Hau mal raus, die Ömelsdinger hier. Sag mal her. Zu weit. Ja, das liegt doch ziemlich nah dran. Ne? Was sind aktueller Standort? Wo sind wir denn? Ich dachte, wir sind doch in der Drachenfeste. Der Standort, da haut doch da nicht hin. Was erzählst du da für ein Scheiß? So, wir gehen da am besten, bringe Arnus Amulett. Und dann sprich mit Anführer der Gefährten und gib Arkadia die Frostblitze da. So, Frostdinge. Okay, das heißt, alle anderen weg.
Das heißt, gib Arcadia und bringe Adam Blonze. Okay, das heißt, begib dich, zack, zack, besuche, sprich, das Antonio von Banderas, noch Patzeneisen noch. So, keine Bademar, Schnabela und Habela. So, das waren die drei Kameraden, die in der Nähe sind, oder? Ne, wir haben ihn haben wir verloren. Dann war das mit, warte mal, gib Arcadia, bringe, und dann war noch ein Sprich mit dir wahrscheinlich. Dann war das Sprichding war noch in der Nähe, glaube ich. Halt mal her. Ich glaube, das hier, oder? Ne, das war das nicht. Na, hätte er sein können. Mann, muss ich da jedes Mal hinsetzen? Stimmt, weißt du, der spricht mit dem wahrscheinlich, oder? Mann, wo setzt du denn immer hin, Digga? Ah, da. Ja, genau. So. Und Hallöchen alle Neuen. Hallöchen alle Neuen, lehnt euch zurück. Für Fragen denkt immer dran, ihr wisst Bescheid. Wer kann helfen? Sag mal, du wirst uns doch jetzt nicht kurz vor unserem Aufbruch zu unserer epischsten Mission, die wir vielleicht jemals erleben werden, jetzt uns krank werden, Mann. Trink mal einen ordentlichen Rum oder ein bisschen, kann dir auch ein bisschen Met abgeben, wenn du willst. Kannst mal eine ordentliche Kelle trinken. So. Okay, dann machen wir uns auf den Weg nach zum, ja. Es sind auf jeden Fall die Ersten. Anscheinend ist das der, je weiter ist der Bums, anscheinend die Ersten. Gut. Das heißt, wir machen mal nur eins, sonst kommen wir wahrscheinlich ein bisschen durcheinander. Wir machen erstmal den Aufschlag kicken, wenn es gut läuft. Ansonsten gehen wir Richtung, wir müssen sowieso in die Richtung zu den Baden oder so. Warte mal, wo waren die Baden gewesen? Weil die Baden auf die Baden. Sprich mit den Gefangenen von Azkaban. Nein, ich will jetzt nicht mit den Gefangenen von Azkaban reden. Oder warte mal, wo ist denn das eigentlich mit den Gefangenen von Azkaban? Ach, dahin war der. Nee, tut mir leid. Kam jetzt mit, genau, weil die irgendwie die Langeweile haben und irgendwie mit dem Ohr abkommen. Dann sprich mit den Geschnäppete. Genau. So, zeig mal her, wo. Mach weg! Geh weg von. Was willst du von mir? Wo war das? Da hinten. Oh. Da muss ich ja über den Kalver passieren. Da muss ich ja. Mensch. Das wird ja ein richtiger Cliffhanger, sage ich euch. Das wird ja ein richtiger Cliffhanger. Mensch, 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 Mensch. So. Dann los, oder? Das heißt, warte mal, das ist, wir müssen gucken wegen der Richtung. Jetzt wissen wir aber nicht, welches Zeichen das ist. Ich glaube, wir müssen erstmal sowieso erstmal, warte mal, der sagt uns hier noch was an. Ey, kann man die Pfeile haben? Ja, ich nehme mir die Pfeile weg, Alter. Danke dir! Na, warte, ich mach Oma mit. Warte. Komm, wir machen wegschießen. Du hast das sowieso nicht drauf. Jetzt pass mal auf, wie Robin Hood, Robin Girl das macht. Achtung, Ihr seht aber wirklich müde aus. Ja. Die beflackten Meere sollen noch bettenfrei sein. Mach mal keinen Stress, Kollege. Was machen wir jetzt hier? Vorsichtig. Du hast hier gesehen, wie man es macht. Ich zeig dir mal einen Headshot. Hier, Achtung. Meint mich hier irgendwie... Achso, warte mal. Moment, ich bin noch nicht ganz bereit. So, jetzt. Oh, das hast du jetzt aber nicht gesehen, oder? Hör auf zu lachen. Ich sehe, dass du lachst. Ey, ich sehe, dass du lachst. Tu mal so, als ob du besser wärst. Warte, jetzt lacht er wahrscheinlich. So, jetzt pass schön auf. Jetzt lernst du was. Vorsichtig. Hast du gesehen? Hat er mich nicht getroffen. So, geh mir aus dem Weg. Du stehst im Weg. Alter, du stehst im Weg. Siehst du nicht, dass du im Weg stehst? Na gut. Vorsichtig. Den wieder daneben, oder? Ah, jetzt. Na also. So, hast du das Ding gesehen, ne? Ah, üben wir noch ein bisschen. So, los.
Los, wir hauen ab hier. Könnt ihr alle sehen? Läuft alles? Roger? Roger. Ah, alles klar, wie sieht's aus auf dem Schlachtfeld? Spielst Risiko, oder? Also ich an deine Fälle wird die roten Fähnchen weiter nach links machen. Dann kriegst du sie alle, sag ich dir. Mögen die Göttlichen euch segnen. Danke, ist nett von dir. Möge der Boden, über den euer Weg euch führt, erzittern. Sag mal, du hast das Schwert, was ich dir gebracht habe, oder? Ja, du bist doch der Typ, den ich das Schwert gebracht habe. Sag mal, trägst du das jetzt immer mit dir rum oder sowas? Und wenn ja, sag bloß, du hattest vorher dein Schwert verloren gehabt. Und ich musste dir das extra besorgen, damit du praktisch im Schloss völlig sinnlos mit so einem riesen Schwert umherlaufen kannst, oder was? Dafür konnte ich jetzt hier durch die Katakomben von irgendwoher durchrennen und mir mit irgendwelchen Monstern fast die Rübe wegschlagen lassen. Nur damit du hier am Tisch stehst mit einem riesen Schwert und aussiehst, als ob du der Imba-Krieger sein würdest, der sich das Schwert ja nicht verdient hat. Ich meine, dann hättest du ja ein Schwert auch selber zurückholen können. Na, da kommt der eingebildete Fatzke hier, aber geh bloß weiter, Knabe, du, sonst schieße ich dir die Birne weg mit meinem Bogen. Vogel, ich erstmal an hier. Ich diene Jarl Balgruf als Vogt. Was, als Fuchs, was? Was für ein Vieh? Was dienst du denen? Was ihr für perverse Spiele macht, will ich von denen wissen. Was heißt das denn, Drachenblut zu sagen? Das weiß ich schon. Weil ich möchte ein Haus an einer Stadt kaufen. Wir sind hier. Also bei dir kriegt anscheinend das Haus. Was ist denn die Geschichte dieser Stadt? Erzähl mir etwas über die Stadtviertel. Erzähl mir was über die Stadt. Also, es gibt insgesamt 3. Und sie sind in 3 Ebenen aufgeteilt, wie ihr sicher schon bemerkt habt. Nee, hab ich nicht. Der Tieflandbezirk verdankt seinen Namen der Nähe zum Flachland, das die Stadt umgibt. Dort findet man das Gasthaus und den Marktplatz. Der größte Teil der Stadtbewohner lebt im Windbezirk, dem mittleren Teil der Stadt. Drachenfeste liegt im obersten Bezirk, den wir auch den Wolkenbezirk nennen. Von dort aus überblickt der Jarl alles, was in seiner Stadt geschieht. Na, wenn du es sagst. Okay, na dann. Genießt euren Besuch in Drachenfeste. Weißt du so von mir? Ach so, genießt. Aufschließen, Vitrine. Der Jarl ist, wie ihr euch sicher denken könnt, sehr beschäftigt. Kann ich euch vielleicht helfen? Naja, indem du halt einfach auf solche sagt die Schnauze. So, was ist das, eine Schublade? Durchsuchen, warte mal. Oh. Nee, Töpfe. Zurzeit sammeln wir keine Töpfe. Was gibt's denn für Bücher hier? Lesen, erlesener Geschmack. Das. Die Wolfskönigin. Oh ja, das nehme ich mit. Die Wolfskönigin will ich haben. Lesen. Die Wolfskönigin. Das nehmen wir mit. Was stehlen? Ich dachte, es ist free, for free. Da steht nichts rot. Warum steht da jetzt stehlen? Oh, man sieht mich wahrscheinlich, außer dieser blöde Vogel hinten. Dieser eingebildete Fatzkensohn da. Ah, verpiss dich. Ah, dann kann ich jetzt nicht. Nur, wo ist er denn? Im Moment sieht mich keiner, oder? Geh du mal da rechts, da schmiere ich dir stehen. Über die Band, nee, was ist das da? Zufallsfehler, nee. Der große Krieg, nee. Lieder der Rückkehr. Bin kein Bade. Hebert, Herabenas, Position, Hexenkram. Oh, Hexenkram ist gut, den nehmen wir mit. Hoffe ich doch zumindest. Nehmen. Na, nimm mal mit. So, ist for me. Geschichtlicher Überblick des kaiserlichen Band. Nee. Was waren da? Geh da mal aus dem Weg. Biografie von. Nee, will ich auch nicht. Ich will keine Biografie. Ich will irgendwas. Fiori und Holgier. Na, klingt nach einer Liebesgeschichte. Flori und Holgier, was ist da drunter? Das Lied der Askelder. Nee. Was ist da? War der blaue, erlesener Geschmack. Das würde ich gerne mitnehmen. Schon was Leckeres oder so. Da steht neben. Nimm mal mit. Und wir nehmen noch. Die Wolfskönigin will ich haben. Da steht stehlen. Warum steht denn da stehlen? Ist in der Tane. Ich stehle das jetzt an. Nix was. Geh mal aus dem Weg, Mann. Siehst du nicht, dass ich hier gerade am Klauen bin oder so? So, dem da tust du so. Was ist keiner da? Okay, Moment. Piratenkönig des Absolut Schnee.
Himmelsrand für Entdecker. Oh ja, Himmelsrand ist wichtig. Nehmen. Ich will aber das Buch da haben. Die Wolfskönigin will ich haben. Ah, das hat 30 Wert. Ich stehle das jetzt. Das hat er jetzt nicht gesehen, oder? Gut, das hat er nicht gesehen. Wow, jetzt habe ich ein wertvolles Buch. Warte mal, ich habe ja nicht auf die Preise so geguckt. Warte mal, wollen wir mal die... Da. Ah, kriegst du denn so blöde? Ja, ich muss auf die Preise gucken. Mal gucken, vielleicht kann ich... Nicht, dass ich irgendwo einen geilen Schinken hier sehe, der richtig Schweine Kohle kostet, und dann nehme ich den nicht mit. Die anderen Bücher kriegst du, die kannst du dir... Kannst du dir auf den Kopf schlagen, die Dinger. So. Ja, mal geile Bücher abgegriffen. Zeig mal ja. Zeig mal kurz her, nur das eine Buch für 30... 30 Öken sozusagen. Ja. Da ist es. Die Wolfskönigin. Aufgeschrieben von Insolitius, einen Schüler des Montokai und Weisen des geweihten Jahrhunderts des dritten Ära. Ah, da fängt schon mal gut an. Achso. Okay, dann raus hier. Warte, was ist denn da drin, ne? Kleiderschrank. Oh, Kleiderschrank gut. Was gibt's denn Leckeres? Wow! Feine Kleidung. Bügeleisen nicht gut, aber feine Kleidung. Das muss ich haben. Darf ich das einfach nehmen? Mensch, was du hier alles abstauben kannst. Geil, ich habe eine feine Kleidung. Mal sehen, wie die aussieht. Was ist denn das da unten? Eisenstiefel? Nee. Korb? Nee. Schlafen? Nee. Feldbett? Nee. Was ist das da? Krug? Nee. Wollte ich alles nicht. Ich habe schon genug Gelumpe. Warte mal, ist das hier auch eine Truhe? Durchsuchen, Kleiderschrank. Ja. Zeig mal her. Gold. Ist das einfach? Das ist einfach so eine feine Kleidung. Oh Mann, hier ist ein feiner Hut. Oh, dann nimmst du mich mit. Sieht ja was nicht. Und Gold anscheinend. Nimm ich mit. Sieht dann schon keiner mit hier. Nimm ich das einfach mit? Nimm ich einfach mit. Solange keiner meckert hier. Feine Stiefel. Die sehen aber nicht fein aus, die sehen irgendwie ein bisschen scheiße aus. Ne, meine Fellstiefel sehen schön aus. Warum kann ich hier noch mehr abstauben? Hallöchen alle! Also wir müssen noch kurz mal runtergehen. Ich will nur mal kurz gucken, ob ich noch was geiles abstauben kann hier. Die irrliche Mühle, wo ich denn hier habe? Öde an die Tundraschreiter, meine Fresse! Die dunkelste Dunkelheit. Die dunkelste Dunkelheit. Also die hätte ich aber auch gerne. Weil die stehen ja alle nicht. Dann jetzt ein Buch rausnehmen und fangen die an zu schießen. Und dann muss ich nochmal alles von vorne machen. Die Festung von Himmelsrand, das hört sich alles sehr nice an. Zwar nicht sehr wertvoll, oder die Lumpe da, aber sieht recht nice aus. Na Baby, ich steh selber noch hier. Nicht denn da? Missachtet das Gesetz und ihr missachtet mich. Ey, weißt du überhaupt, mit wem du hier sprichst? Warte mal, Sturmmäntel, Kaiser. Mein Cousin darf da draußen gegen Drachen kämpfen, also. Und ich muss hier Wache schieben. Sei froh, kann schlimmer kommen. Warte mal da. Kommode. Oh, ein Rot. Stiefel. Ich muss sie jetzt mitnehmen. Ich kann nicht widerstehen.
Hey, was soll ich machen, Mann? Frauen brauchen Kleider. Was willst du machen? So, kurz mal durchgucken hier. So, hör mal los. Ich habe nicht so viel Zeit eigentlich. Ich komme ja wieder. Wenn ich sowieso in der Stadt wohne, werde ich öfters mal vorbeischauen. Mal gucken, werde ich mir alle eure Bücher nochmal genauer angucken. Wollt noch ein bisschen was abgreifen. Komm, wir gehen. Warte, wir gucken mal, was ich gerade abgegeben. Ich habe gerade nämlich geile Kleider abgegriffen. Zeig mal her. Nee, komm mal weiter ans Licht. Ja, so ist ideal in so Guckmodus sozusagen. Cool, Kleidung. So, zeig mal her, was ich so abgegriffen habe. Schneeledie. Warte mal, ich habe hier zweimal Eisenstiefel. Eisenstiefel, Zugkraft. Die Tragfähigkeit wird um 30 Punkte... Ah. Deswegen habe ich weniger Dinge, weil ich die falschen Schuhe anhabe. Die sollte ich vielleicht immer tragen. Aber es passt nicht gerade zu meinem sexy Outfit. Voll blöd. Bögen bewirken 15% mehr Schaden. Oh. 15% mehr Schaden. 900 mehr. Das sollte ich mal lieber anlegen erstmal. Aber das verrät mich ja, dass ich eine Prinzessin bin. Da das. Ah, boah. Alter, ich sehe ja voll königlich aus. Oh. Mensch. Ach du dicke Nudel. Sieht ein bisschen schief aus, die Mütze, oder? Muss sie so aussehen? Also, sehr aus wie eine. Wie sehr aus wie ein indischer Bumse. Da gibt es schöne Rüstungen. Du benutzt doch so viele Mods bei Sims, wieso nicht bei Skyrim? Nee, da wollen wir bei der Story bleiben. Wir wollen jetzt da nicht so viele... So, das kann man vielleicht mal machen, wenn man ein zweites Mal sowas spielt oder einfach just for fun oder so, aber nicht... Ich möchte schon bei der Story mit den Originalteilen bleiben. Das ist mir schon wichtig. Was haben wir denn noch Schönes? Genau, das waren meine zwei sexy Kleider. Schnüdli-Budli-Bu! Okay, was hat man denn noch? Mach mal die Mütze weg, die macht mich verrückt im Kopf. Kann es sein, dass die Mütze scheiße aussieht? Weil, muss ich mal. Die Mütze sieht scheiße aus, oder? Blieb mir das ein? Okay, von der Seite geht. Sieht trotzdem ein bisschen komisch aus. Wie sieht die Mütze komisch aus? Ich weiß jetzt nicht, ob mir die Mütze gefällt oder nicht. Ich glaube, die gefällt mir nicht. Oder? Wie sie guckt. Also ich weiß nicht, ob mir die Mütze gefällt. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass mir die Mütze nicht gefällt. Kann man nicht helfen. Da sind meine anderen Mützen aber cooler. Ja. Da sehen meine anderen Mützen aber cooler aus. Nee, mach mal weg. Fallen lassen. Sieht blöd aus. Sieht blöd aus. Warte mal, diese tragenden Eisenschuhe, wie viele Stiefel, die haben 11 Rüstung. Warte mal, 11 Rüstung und die anderen. Wo sind sie denn? 7. Die haben auch 11. Ja, dann kann ich die doch wegmachen. Lass die fallen, die kaiserlichen Stiefel. Oder sahen die jetzt so schnieke aus? Aber bloß, ich habe jetzt hier fallen lassen aus Versehen. Ne, nur die Dings. Okay. An der Mauer. An der Mauer, auf der Lauer. Das wird behalten. Falls man auch mal noch. Jetzt sehe ich die Stiefel aber nicht. Ach, das sind diese komischen Stiefel. Nee, das gefällt mir nicht. Nee. Fallen lassen, die gefällt mir nicht. So, was haben wir noch? So abgeranzt möchte ich dann doch nicht mehr rumlaufen. Ich möchte dann schon eher... Hm.
Hey, bleib locker, man. Mach keinen Stress. Nein! Ich habe meist mit schäbigen Dieben und betrunkenen Schlägern zu tun. Es ist schon lange her, dass wir mal gegen eine ganze Diebesbande ins Feld gezogen sind. Quatsch mich nicht voll, ich hab hier zu arbeiten, siehst du das nicht? Ich hab doch hier zu arbeiten, Mensch. Ich muss hier komplizierte Sachen machen. Naja, das wäre dann ziemlich armselig. Heb ich das noch auf oder nicht? Ups. Schwierig. Ich glaube, ich mache das mal weg. Obwohl, manchmal ist es ganz gut, so ein bisschen armselig auszusehen. Wer weiß, wo wir, vielleicht sind wir ja in bösen Gegenden, wo wir dann so uns gut anpassen können, sozusagen. Ich möchte nicht unbedingt auffallen irgendwo oder so. Ah ja, die noch. Cool, in Rot sieht geil aus. Jetzt habe ich das sogar noch in Rot. Und dann habe ich die noch. Ah ja, sieht cool aus. Ich ein paar tolle. Warte mal, die Kleidung habe ich jetzt dreimal oder was? Habe ich die jetzt dreimal? Naja. Tatsächlich. Ich habe die dreimal eingesammelt. So eine Scheiße. Und die habe ich auch zehnmal eingesammelt. Ach, Cosima, Cosima. Und die habe ich auch schon dreimal. Oh Mann, oh Mann. So. Cosima sammelt wieder. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schöne Kleiderchen. Aber die Kleider passen auf jeden Fall nicht, wenn ich jetzt ärmlich aussehen will. Oh. Wenn ich ärmlich aussehen will, dann passen die nicht. Und da müssen wir uns nochmal über die Stiefel Gedanken machen. Ich habe zu viele Stiefel irgendwie. Das passt cool zum Outfit. So, hier noch mal eine ärmliche. Ich habe jetzt praktisch mehr ärmliche Sachen. Warte mal, das sieht ja auch ärmlich aus. Dann kann ich das andere, was noch ärmlicher aussieht, eigentlich wegmachen. Zum Beispiel das hier. Nicht das. Nee, die meine. Nee, die muss ich. Die hier vielleicht. Ich trenne mich so ungern von solchen Sachen. Es ist nicht leicht. 11 Schaden. Die macht sie mit. Glaub, die Mike mal weg. Wir machen die mal weg. Fallen lassen. So. Und die Stiefel machen wir mal. Warte mal, die hat Rüstung. Die Fellarmschienen brauche ich zum Schlafen. So, die anderen kaiserlichen, die können weg. Die kaiserlichen Stiefel hier, wo sind sie? Weil die anderen haben genauso viel, sind aber. Die sind aber besser, dann komme ich nicht so durcheinander. So. Weil die Eisenstiefel hier, die machen mehr. Mit der kann ich gleichzeitig noch mehr tragen und sowas. Die sind also besser. So haben wir wieder ein bisschen Ordnung geschaffen, kann man sagen. So. Achso, zeig mal jetzt nochmal die Schuhe dazu. Haben wir, das war echt eine dramatische Entmüllung, kann man gerade sagen. Das sind meine Lieblingsfellschuhe sozusagen. Falls es mal wieder ein bisschen. Ne? Und das brauchen wir. Zeig mir nochmal die anderen Schuhe. Wir hatten da noch so ein paar Schuhe. Die da. Zeig mir mal, wenn die jetzt nicht cool sind. Wenn die jetzt nicht cool aussehen.
Na, die haben so was Steampunk-mäßiges. Okay, dann heben wir die noch auf, weil die so ein bisschen Steampunk-mäßig aussehen. Ja, dann heben wir die auf. Weil die halt diesen Steampunk-Touch haben. So. Das heben wir auf, weil das einen coolen Touch hat, mit dem, wenn du die andere Rüstung an hast. Das stimme ich zu dem Bumse dann. Jo. Okay. Das sieht irgendwie ein bisschen abgefahren aus, oder? Das sieht irgendwie aus, als ob es nicht zu mir passen würde. Das passt nicht zu mir, oder? Sieht komisch aus. Das ist nicht mein Style, würde ich mal sagen. Aber es ist 45 wert, aber... kriege ich wahrscheinlich sowieso nicht verkauft, weil ich sie geklaut habe. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Oder nee, steht nicht geklaut. Könnte ich verkaufen. Im Schloss klauen und beim Händler verkaufen. Ist ja mal nicht schlecht. Ich hätte es zurück in den Schrank legen sollen, weil dann ist es auch immer da, wenn ich es im Schrank nicht, wenn ich es im Schrank oder ob die Sachen hier einfach liegen bleiben, wie sie getan haben. Die kommt hier ganz cool, oder? Sieht aus wie so ein Sieg, aus wie so ein japanischer Krieger sieht damit aus. Das Thema mal auf. Das sieht aus wie so ein japanischer Samurai-Kämpfer oder so. Okay. Details, wo sind das? Die machen wir weg. Aber warte mal, die bringen wir dann, ich weiß nicht. Die Sachen haben alle keinen Wert, die da liegen, aber die Robe, die bringen wir mal zurück in den Kleider, in den Dings hier. Die packen wir mal hier rein. Ich weiß nicht, ob die dann, nicht, dass die, vielleicht können wir die ja nochmal sozusagen. Guck mal her. Da. Ablegen, ja. Mal gucken, ob das so klappt. Zack, jetzt muss da drin sein, oder? Aber dann könnte ich vielleicht noch die, was sind das? Das sind diese kaiserlichen, oder? Kaiserlichen Stiefel. Warte mal, die nehmen wir auch mal. Und das andere haben wir ja alle reichlich doppelt gehabt. Brauchen wir nicht. Hat sowieso nicht so viel wert. Die Stiefel packen wir aber nochmal mit drin. Man kann ja nie wissen. Jetzt müll ich den ganzen König voll. Der König denkt, was ist hier eigentlich so viel Müll in der Halle? Wer bringt denn diese ganze Scheiße immer hierher? Der König denkt, was ist denn für eine Scheiße hier? Hier liegen lauter Klamotten in meinem Palast drauf. Wer stopft denn die ganzen Schubladen hier voll? Sag mal. Na, irgendwo muss ich es ja hinbringen. Der König, der hat ja noch Platz in seinem Schloss, oder? Was soll die ganze Scheiße in meinem Schloss? Wer ist denn das hier? Ich entlasse euch alle hier. So, die Kaiserlichen. Da sind die Kaiserlichen. Ablegen. Was? 1 und 1? Wie 1 und 1? Was meinst du mit 1 und 1? Sprich dich mal aus, richtig, Mensch. Ich bin dir kein Schwein, was du meinst. So. Ich guck, was wir noch hier lassen können. Man kann ja nicht. Brauche ich das mal. Halt. Es ist hier noch irgendwelches Gelump oder so. Warte mal, ich hab die doch. Ach, ich dachte, ich habe alle Drachenschuppen verkauft, verdammte Scheiße. Dann muss ich nochmal. Oh, ich dachte, ich habe die verkauft alle. Mist. Dann kann die so lange tragen. Hier eine Flöte. Hier, pass mal auf, ich gebe dir mal die Flöte. Aber wehe, du kriegst die aber wieder die Flöte, du Flöte, du. Was ist denn das da? Nee, das ist nicht für eine Scheiße. Das brauche ich nicht. Rinder. Und Wolfspelz. Nee, das kriegst du nicht. Das kriegst du nicht von mir. So, dann muss ich nochmal die Ische anhauen hier.
So, Ische, komm mal her. Wir müssen kurz mal, du kannst mal... Ich bin immer noch da. Na, will ich auch hoffen, seid ihr. Ich möchte Dinge mit dir tauschen, genau. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Das ist nett von dir, danke. So. Pass mal auf, du musst noch von mir nehmen, und zwar... Was wollte ich dir jetzt geben? Achso, die Knochen. So, hier, und zwar... Hier das Drachenzeug, weil das konnte man beim Händler nicht richtig loswerden. Und nochmal der Drachenknochenbumse, so. Alles klar? Hier, du kannst noch ein bisschen, nimm mal, genau, du kannst die Fackeln alle wieder nehmen. Du kannst dann in der Dunkelheit, kannst du mir den Weg leuchten. Und dann kannst du noch nehmen, die Holzkohle. Meine Steine behalte ich. Und hier, warte mal, irgendwo war noch hier so ein, was war denn das? Die Steine kannst du leider nicht bekommen, die sind zu wert. Hier, Leder kannst du auch haben erstmal. Leder und die Lederstreifen kannst du auch haben. Die Lumpe kannst du alles schleppen, wenn du willst. So. Ah ja, den da hier, falls dir mal kalt ist, kannst du noch den Drachenfell hier ganz auch noch mitnehmen. So. Gut. Also. Haben wir Platz. Na ja, los. Mal los. Ja, los, na klar doch. Komm, hau mal ab hier. Sag mal, wer lässt denn den ganzen Scheiß hier liegen? Jetzt geht's los in die Schlacht! Achso, ich hab vergessen, den Timer zu. Starten wir mal den Timer jetzt. Und los geht's. Benötigt ihr Vorräte? Dann sucht Beletor in seinem Laden auf. Er ist ein etwas schmieriger, kleiner Mann, aber seine Waren sind gut. Na, ich hab genug Vorräte. Lasst mich raten. Quatsch mich nicht vor, ich hab keine Zeit. Hat euch eure Süßigkeit geklaut. Sag mal, willst du eine rein von mir bekommen oder was? Ich bin ein Tarner, Mann. Quatsch mich nicht voll mit deinen dummen Sprüchen. Aber wir haben es ein bisschen eilig, wir haben Termine. Jetzt sind wir gleich auf der mittleren Ebene hier. Das ist die mittlere Ebene und jetzt gehen wir runter in die... Ne, das ist die mittlere Ebene. Oder ist alles die mittlere Ebene? Na, schlaft ihr alle schon? Ja. Hey, was soll denn das? Weil du hast mich angerempelt. Hey. Ihr braucht etwas? Naja, hast du was anzubieten? Quatsch noch, ihr braucht etwas? Wir haben was? Naja, geh ruhig weiter. Ey. Grüne Äpfel brauche ich nicht nehmen. Komm, wir müssen los. Mit dem Bauch voller Met wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher zumute. Dann geh da einen trinken, Mann, weil quatsch du mich. Sag mal, wer lässt denn hier so eine wer lässt denn hier rumstehen, sag mal? Was ist eigentlich hier für eine Ordnung in der Stadt? Macht denn hier keiner sauber? Du hast aber... Etwas. Du hast aber ein schönes Hämmerchen auf deinen Dingen. Ja, bitte? Wer schmiedet eure Waffen und Rüstungen? Ja, genau. Erzähl mal. Adrienne. Draußen, in ihrer Schmiede. Draußen? Nee, dieser Laden ist nach ihr benannt. Kriegsjungfer. Den Spitznamen hat ihr Vater ihr als Kind gegeben, weil sie damals schon mit Schwertern gespielt hat. Aber die ist nicht außerhalb der Stadt. Die ist hier in der Stadt. Die ist nämlich genau hier. Falls du kurzsichtig bist, guck mal, ich bring die mal kurz hin. Hier, guck mal hier. Siehst du, hier ist er, glaube ich. Also vielleicht. Gibt es hier Met? Nee. Ich meine, ich habe genug Met, aber man kann nie genug Met haben. Nee, ich will keine Tomaten. Los, komm, wir gehen jetzt. Alles klar, passt schön auf hier. Schön den Himmel im Auge behalten, Reisender. Wieso? Weil Regen angesagt ist, oder was? Oh, hat sie halt einen Timeout bekommen. Hardstyle, was machst du? Kannst du mir das... So, wir müssen das mal aufhaben. So, Leute, wir müssen das mal aufpassen jetzt. Ne, wir müssen wieder zurück. Das ist anscheinend in der Stadt drin. Mensch, alter Schwede. Ich will jetzt Abenteuer erleben. Aber hier ist was doch. Gibt's denn? Hier sollen wir rein, in das Haus oder was? Mein Cousin darf da draußen gegen Drachen kämpfen. Und ich? Ich muss hier Wache schieben. Seltsam.
Wo müssen wir denn alles hin, sag mal? Verstehe ich jetzt nicht. Das muss ist anscheinend in der Stadt. Automatisches Speichern hat gerade stattgefunden. Laut, da müssen wir da raus. Aber hier gibt es noch ein zweites. Das ist da. Oder ist das in die Richtung? Aber also. Sehr seltsam. Also hier wahrscheinlich nicht. Hallöchen, alle Neuen. Oh, nein, 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 nicht knocken. Schloss nicht knocken. Wir müssen irgendwo. Wie müssen wir wieder nach da oben? Aber wir waren nach da oben. Ich verstehe gerade die Welt nicht. Haus von Clan. Komm. Mann, Alter. Woher soll. Ach so, das ist das hier. Warte mal. Nee, da wollen wir jetzt aber nicht. Ach so, das ist das, wo wir dann praktisch. Ach ja. Katakomben. Bringe also das Amulett von in deinen Besitz. Hm. Nee, ich wollte aber ja nicht zu den Graumeeren-Dinger auf mich auf den Weg machen. Ach, dann ist das praktisch das Bringer-Dingsebumse sozusagen. Das ist das Ding im Schloss sozusagen. Da würde ich praktisch jetzt wieder so ein Katakomben-Ding machen. Oder wir machen das jetzt, bis wir bei den Graubärten sind, es sind 80.000 Jahre vergangen. Dann machen wir das mit den Graubärten, machen wir erstmal das erste Ding hier in, in den Katakomben. Guck mal, da geht's, sprich mit den Graubärten. Warte mal, in die Richtung? Hä? Warte mal, so. Oh, der Alte kommt. Geh raus, geh raus! Geh raus, geh raus! Mach doch Platz! Lass den schlafen. Lass den bloß schlafen, den Vogel. Sonst holt er uns hier eine melancholische Geschichte vor, sage ich dir. Los, dann gehen wir rein. Da, da, da. Wo sind wir denn jetzt? Hä? Ich glaube, wir haben den falschen Eingang genommen heute. Scheiße, da haben sie noch lang. Jetzt. Oh, du bist verwundet worden. Man hat dich verwundet. Also siehst echt sexy aus so von hinten, muss ich mal sagen. Mal, komm mal ein Stück näher ran. Na, du siehst recht sexy aus. Aber du siehst richtig heftig aus. Guck, du hast ein schönes Schwert. Alter Nord-Zweihänder. Das Ding sieht echt schnieke aus, muss ich mal sagen. Willst du den alten Nord-Zweihänder haben? Wie sieht's denn, weil du hast, also du hast ja ein Schild. Okay. Sieht ja echt episch hier aus. Ich glaube, es wird Zeit, sich umzuziehen. Ja, Mann. Ich war so schön kuschelig angezogen. Jetzt muss ich mir extra wieder harte Klamotten anziehen hier. Ja, welche waren das jetzt von den Beinen? Warte mal, zeig mal her. 25. 25. Steigert die Gesundheit um 20. So.
Jetzt extra wieder einen Helm aufsetzen. Ja, nicht so Lust drauf, jetzt einen Helm aufzusetzen. Was muss. Habe ich jetzt keine Lust eigentlich. Ich habe mir so schön gemütlich gemacht für den Stadtbummel und alle. Jetzt muss ich hier schon wieder irgendwelche komischen Klamotten tragen, nur damit ich nicht wieder Aua bekomme oder so. Voll doof. Das ist echt voll doof, wie ist das da? 21. Okay. Ich bin gerüstet. Die machen alle 75. Okay. Was wir jetzt aber noch nicht hinbekommen haben, ist anscheinend, ich muss irgendwie. So, wir haben ja sexymäßig angezogen hier. Sind wir wieder auf dem. Ach Mensch, die Scheiße, jetzt segelt gerade erst. Das ist mir gerade erst bewusst geworden, warte. Keiner hat was gesagt, Mensch. Keiner hat gesagt, Mensch, Kodima! Die Kamera bildet auf der falschen Seite, Mensch. So, jetzt bin ich rausgetappt und jetzt haben wir wieder mit der Maus und alles. Scheiße. Oh, die Maus ist doch nicht da. Gut. So. Wir sind auf dem sexy Weg, alles zu töten. Da geht es tierisch runter. Was, wo geht's da hin? Öffnen. Oh. Ich brauche unbedingt noch irgendwie. Nein! Sag mal, sind diese Becher. Oh, da liegt ja ein Goldsäcklein. Goldsäcklein, nimm mal mit. Ja, wie viel waren denn drin? 12 Goldtaler. No. Was, nehmen wir einen Becher. Nehmen wir einen Becher? Sieht aus wie der Heilige Gral. Da stehen eine Menge Grale rum. Also ist es nicht der Heilige Gral. Da ist ja noch mehr Gold. Oh, da liegt ein. Ein verstorbenes Weh. Oh, was ist denn das für ein Buch? Der Todesstoß für Albanati. 50 Schwert. Oh, das nimm mal natürlich. Glocken verbessert. Yeah! Sehr geilo Mato. Und Gold. Wie viel gibt es denn? Sag mal her. 7. Na also, das geht wieder los. Die Lynchjustiz ist anwesend. Okay, da geht's runter. Da gehen wir noch nicht hin. Da kommen wir her. Mit dir los. Musst du eigentlich immer so einen Stress machen? Was ist denn das da? Sieht wild aus. Was soll das sein? Ah, vielleicht muss man da ein Feuer anzünden oder so. Das hat bestimmt mal irgendeine Bedeutung vielleicht. Aber nur vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht sieht es einfach nur so aus. Okay, wir können da runter gehen. Ey, das erinnert mich gerade an. Ja, das erinnert mich gerade an einen. Ja, vom Lichtking. Wo man beim Lichtking die Quest machen musste. Da konntest du bei beiden Seiten runtergehen. Und in der Mitte führten dann die Wege wieder zusammen. Ja, das ist wie bei Lichtking gerade. Ja. Das ist gerade wie bei Lichtking, wo man diese Lichtking-Quest, wo man die Lichtking-Quest machen musste. Das ist irgendwie witzig. Und da unten waren dann Untote gewesen. Das ist genau das, wie ist ein volles Déjà-vu gerade hier. Déjà-vu! Ich ahne was. Aber ich guck mir erstmal die Leichen an. Oh, da liegt was. Ungewöhnlicher. Ui, das nehme ich mit. Zack. Bringe den ungewöhnlichen Edelstein zu einem. Was, wohin? Zu einem Schätzer. Nee, ich will behalten. Ich gebe den keinen Schätzer. Das behalte ich alles. Es gibt nichts ab hier. Aber hier geht es nicht weiter anscheinend. Oder da vielleicht. Mhm.
Kaioli sagt, Mensch, cool. Und Hallöchen. Kaioli sagt, Mensch, cool, sieh mal, das Kamerabild war auf der falschen Seite. Kaioli. Warte mal. Hier geht's anscheinend weiter. Moment. Kann ich die Kerzen auch mitnehmen? Nee. Zeigst du mir dann immer. Was ist denn da unten? Nehmen, eine Tasse. Sieht natürlich schön aus. Die Tassen, die ich zuerst hatte, die waren alle scheiße gewesen. Jetzt sind das schon schöne Tassen hier. Was sagst du eigentlich dazu, sag mal? Wie findest du bis jetzt unsere Mission? Du guckst ein bisschen emotionslos. Man könnte glatt meinen, du bist die Tochter von Spock. Aber dann hättest du längere Ohren. Okay, sag mal. Eisentür. Oh. Der nächste Raum. Der nächste Raum. Da ist schon was. Ja, nu? Das ist aber nichts. Hartes Amulett von. Ich sehe das gar nicht. Wo ist es denn? Ach, da. Hm. 294 wert. Na ja, kann man sowieso nicht. Zack. Abgeschossen. Bringen. Na, das war einfach. Das war ja fast idiotensicher. Gut, dass wir das gemacht haben. Mann, diese silbernen Becherchen. 5 Talerchen wert. Uiuiui. Das summiert sich pro Becher. Das sind schon 15 plus das Blech dazu noch. Das sind ja schon 20 Talerchen, die da liegen. Das sind 20 Taler, die da liegen. Hallöchen, alle neuen übrigens. Hallöchen, alle neuen. Und denkt an, lehnt euch zurück. Für lauter Fragen gibt da ein Ausrufezeichen Chat und für alles andere. Was bist du? Zum Beispiel Fotomodell, Politikerin oder Flugzeugfliegerin? Müsst ihr eingeben, Ausrufezeichen Cosima. Ich glaube, meine Maus ist zu schnell, oder? Gehen wir mal ein bisschen langsamer. Oh, jetzt ist sie zu langsam. Bisschen schneller. Zu langsam. Ja, so. Brennt. Überleg mal, wie viele Töpfe. Warte mal, da oben. Schale. Also, jedes Ding hat hier 5 Dinger wert. Das sind 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Das sind 30 Taler, die hier rumstehen, eigentlich. Das ist eine Menge Kohle. Und da draußen steht noch mehr Zeugs rum. Ob ich das alles mitnehme und verscheuere? Ach, ganze Gelumpe mal mitschleppen, ey. Was sagst du dazu, ja? Lydia, wollen wir das ganze Silberzeugs mitnehmen oder lassen wir stehen? Was sagst du? Wir sehen aus, wir würden dann aussehen wie Räuber und Plünderer. Man sollte in einer Gruft nicht plündern. Ja, nun. War ja nur eine Idee von mir. Man kann ja. Dir kann man auch nichts recht machen. Los, dann gehen wir. Also sie meinte gerade, wir sollten nichts nehmen, weil in einer Gruft sollte man nicht rumplündern. Naja, dann halt nicht. Gut, dann nehmen wir halt nichts mit. Aber jammer mir später die Ohren nicht voll, wenn du kein Kleid dir leisten kannst. So. Muss gleich raus. Mhm. So. Na, der wird sich aber freuen. Eigentlich hätte er auch selber in den Keller gehen können, Junge. Das latsche ich extra wegen dir in den Keller. Da muss ich erstmal anhauen, erstmal aufstehen. So, aufstehen, Digga. Ich hab dir was mitgebracht. Hey, Digga. Steh auf, Digga. Ich hab dir was mitgebracht. Okay, warte mal. Schlaf mal kurz weiter. Ich guck mal kurz, was hier so an Bücher. Mythen und Stereotypen. Ja, Biografie von. Nee, nee, aber die blauen Bücher, die haben es, glaube ich, in sich. Nicht. Fünf. Ich muss gucken, wo die Bücher mit fetter Kohle. Die Fettkohle bringen. Mal gucken. Aber meistens. Nee, okay. Kann ich doch mitnehmen? Nee. So, hey! Aufstehen! Wir haben dir was mitgebracht. Ich verbringe so viel Zeit mit den Toten, dass ich manchmal vergesse, wie sehr ich die Gesellschaft der Lebenden. Na, was willst du wohl meinen? So, komm ans Licht, ich will dir was zeigen. Möge Arkais Segen mit euch sein. Ja, komm her hier. Leg dich jetzt nicht wieder hin. Oh, warte. Mit diesem furchtbaren Krieg bin ich ein wenig überfordert, ebenso wie die Katakomben. Du kannst nicht einen fremden Bett schlafen. Ich will gar nicht schlafen. Als Weißlaufs Priester von Arkai verbreite ich sein Wort, wann immer ich kann.
Inzwischen verbringe ich den Großteil meiner Zeit mit den Dahingeschiedenen der Stadt. Okay, jetzt. Ich habe was gefunden. Ich habe das Amulett gefunden. Arkai sei Dank. Bitte nehmt dieses Gold für eure Bemühungen. 15 Gold. Abgeschlossen. Stets im Licht in diesen Tagen der Dunkelheit. Na, mach's gut, Kollege. Na also, war doch mal eine leichte Quest. So, los, komm. Lass den wieder schlafen. Komm raus da. Mein Gott. Los. So. Lass den wieder pennen, und freut er sich. So, das haben wir geschafft. Na, das war ja leicht. Gott sei Dank. So, das hat doch mal ordentlich wieder was gebracht. Bringe den ungewöhnlichen Edelstein zu einem Schätzer. Oh, nee. Echt jetzt? Nee, ich mache mich jetzt auf den Weg zu den Baden. Graubärten, hat man so gesagt. Wir machen uns jetzt auf den Weg zu den Graubärten erstmal. In der Stadt können wir immer noch rumhängen. So, los. Der Weg der Gefährten. Los geht's. Dieser Weg wird ganz leicht sein. Dieser Weg führt uns aus diese Stadt. Hoffe ich doch zumindest, oder? Ja, jetzt blinkt da oben was. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Hast du dir schon mal... Genau das Richtige für euch. Hast du dir vielleicht schon mal als Modedesigner versucht? Ich habe nichts getan. Warum sagst du mir das? Wenn ihr in Weißlauf Ärger macht, werde ich euch persönlich in den Kerker von Drachenfeste werfen. Ey, weißt du, mit wem du redest? Ich bin Tane, Junge. Ihr passt doch auf euch auf, oder? Hallo, ich passe auf mich auf. Nee, das macht ja meine Weggefährtin, passt auf mich auf. So, jetzt. Ja. Der Punkt zeigt genau, dass wir da raus sollen. Jawohl. Los. Unser Weg wartet auf uns. Überlegt ihr euch hier niederzulassen? Ja, später. Ein Haus zum Verkauf, das ja. Riesenheim. Ihr solltet mit dem Vogt oben in der Festung sprechen, wenn ihr Interesse daran habt. Das Briesenheim. Gut, dass du mir das sagst. Sturmmäntel, kaiserliche Drachen. Mir ist es egal, wenn ich... Quatsch mir nicht voll, Mann. Danke, dass du mir Briesenheim gesagt hast. Merk dir mal Briesenheim. Warte mal, ich muss zur Lydia sagen, die... Pass mal auf, Lydia, wo bist du? Lydia, pass mal auf. Merk du dir mal Briesenheim. Ja? Wenn ich dich später frage, dass wir... Falls wir... Wir können wahrscheinlich Briesenheim kaufen. Los, komm, Johanna. Ups. Scheiße, das hat er hier. Mach mal weg. Lass mich zurück zu meinen Spielen. Wo ist er denn jetzt? Aha, da ist er ja. Also. Komm. Oh, sie läuft nicht so schnell. Wie viel Kohle haben wir jetzt eigentlich? 3.500. Wie spät haben wir es denn dann? 6 Uhr. Geht jetzt hier die Sonne gerade unter oder auf? Die Sonne geht auf. Warte mal, dann ist das praktisch... Das ist dann AM. AM ist am Tag und PM ist so. So, wie sieht's denn aus? Na, Pferdchen? Pferd stehlen. Obwohl, es kriegt keiner mit, oder? Pass mal auf, ich speichere mal. Speichern. Und ich stehe jetzt mal. Mal gucken, ob ich das Pferd stehlen kann. Nehmt eure dreckigen Hände weg. Oh, jetzt habe ich irgendwas. Irgendwas ist passiert. Bin ich jetzt gesucht? Wo kann ich denn sehen, ob ich gesucht bin oder sowas?
Ja, Lydia ist da, Schneckle. Sag mal, bin ich jetzt gesucht? Wer weiß denn das? Steht irgendwo, ob ich gesucht bin? Kann man das irgendwo sehen? Oh. Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Ich bin ein Tane? Ich hab mich gefangen. Ihr habt mich gefangen. Ich werde mein Kopfgeld bezahlen. Ich ergebe mich, bringt mich ins Gefängnis. Eher würde ich sterben. Weil wenn ich die 50 Goldstücke zahle, dann habe ich für das Pferd nur 50 bezahlt. Weil der wollte für dieses Pferd, glaube ich, 1000, 2000 oder sowas haben. Schlaues Mädel. Jetzt kommt mit zum Schloss. Wir nehmen euch etwaiges Diebesgut ab, dann könnt ihr wieder gehen. Sobald ihr die Strafe bezahlt habt, versteht sich. Hä? Was hast du mir jetzt alles weggenommen? Nur mein Pferd oder was? Nee, dann machen wir nochmal Laden. Nee. So nicht. Na gut, dann gehen wir nochmal. So, wo ist denn der Pferdeverkäufer? Nur mal gucken, so 500 wollt ihr haben, oder? Was wollten der Pferd haben? Wo ist denn hier der Pferdeverkäufer, Mann? Hey, Mann. Der sitzt, wo ist denn dieser, warte mal, da ist noch einer. Nee, der will ich, wo ist denn dieser Pferdeverkäufer? Der ist auch nicht da. Sind die denn nicht da? Wo sind denn die Bienen? Er sitzt sonst immer auf seinem Stuhl da. Na, der bringt mich nur von A nach B irgendwo hin. Soll ich euch mitnehmen? Naja, können wir die Kutsche ganz haben? Dann kannst du absteigen. Setzen da. Ich kann euch zu jeder Hauptstadt der Fürstentümer bringen. Was wisst ihr über Weißlauf? Warte mal, was? Ich möchte eure Kutsche. Wohin soll's gehen? Dämmerstern, 50 Goldstücke. Falkenringe, Markus, Nordhall. Warte mal. Dämmerstern. Da kommen die Bienen. Dämmerstern, Falkenring, Markus, bla bla. Warte mal kurz mal gucken. Hügel, Stelle von Weißlauf. Nee, ich muss die Weltkarte brauchen. Ich muss zu diesem, da in, wo ist denn das? Iverstadt. Iverstadt ist das. Warte mal, Iverstadt oder wie die heißt? Sag mal, Iverstadt. Meine Kutsche ist die sicherste Art. Wohin soll's gehen? Hast du Iverstadt auf Lager? Nee. Bis dann. Ich brauche Iverstadt. Was ist denn da noch in der Nähe? Man kann ich halt nicht gebrauchen. Ich brauche Iverstadt. Man kann ich auch hinlaufen. Was fährst du für eine Scheiße eigentlich? Wo fährst du überhaupt lang? Da will kein Schwein hin, wo du hinfährst, Mann. Na, wo ist der Fuhr? Hey, du da. Hör mal auf mit deiner Hake. Wir müssen quatschen kurz. Ich habe die schnellsten Rösser in ganz Himmelsrand. Ja, so schnell sind sie nicht, sonst wäre ich jetzt nicht erwischt worden. Also quatsch mir nicht so. Erzähl. Ein Mädel wie ihr braucht bestimmt ein Schlachtross. Ja, du sagst es. Ich brauche ein Pferd. Mhm. Theorien, Unterrichtsmethoden, wissenschaftliche Sicht aus dem Thema historische Kontakte. Was erzählt Lady da?
Was redet ihr da im Chat? Worum geht's im Chat? Kann ich euch helfen? Wie alt sind eure? Wie kann ich ein Pferd kaufen? Warum nicht? Ihr könnt eins haben, das bereits gesattelt ist, wenn ihr das nötige Kleingeld habt. Tausend. Kann meine Partnerin eigentlich auch ein Pferd haben? Ich hätte ja gern so ein Pferd. Naja, wir müssen sparen. Denn schnell wie der Wind. Naja. Mal sehen, vielleicht nächste Runde. Aber ich hätte schon gern so ein Pferd oder so. Aber meine Ische hat kein Pferd dann. Ich will ein Pferd haben. Ich habe die schnellsten Rösser in ganz Himmelsrand. Ich will jetzt ein Pferd haben. Ein Mädel wie ihr braucht bestimmt ein Schlachtross. Ich kaufe mir jetzt ein Pferd. Keines von ihnen ist älter als 9. Und das jüngste ist 6. Das Pferd, das ich im Angebot habe, ist 7 Jahre alt. Wir haben ihr den Namen Königin Alfsigre gegeben. Oder kurz Ali. Ihr könnt sie aber nennen, wie ihr wollt, sobald sie euch gehört. Ja, genau. Sie heißt dann anders. Warum nicht? Ihr könnt eins haben, das bereits gesattelt ist, wenn ihr das nötige Kleingeld habt. Hab ich. So, ich kaufe mir jetzt das Pferd. Abgemacht. Es ist das mit dem Sattel. Ja. So. So, wir haben jetzt ein Pferdchen. Mit den ganz schön breiten Arsch. Hey, Lula. Jetzt musst du nach oben gucken, hä? So, absetzen. Ach. Ich hab ein Pferdchen, ich hab ein Pferdchen. Na? Genau, mein Pferdchen heißt jetzt Drachen. Die schnellsten Rösser in ganz Himmelsrand. Hast du noch ein Pferd? Ein Mädel wie ihr braucht nur eines ist besser als ein schnelles Schlachtross. Heute nicht. Hab mein letztes verkauft. Das war an euch, wenn ich mich recht entsinne. Oh, du hast aber ein gutes Gedächtnis, mein ich. Reitet schnell wie der Wind. Kommt mein Pferdchen mit? Pferdchen! Na, ich hab eine Idee. Pass mal auf. Du da. Ich bin direkt hinter euch. Ja, ihr müsst was für mich tun. Na schön. Was denn? Was braucht ihr? Und zwar Angriff? Wie Angriff? Du sollst mein Pferdchen angreifen? Du sollst dich auf mein Pferdchen hinsetzen. Du sollst doch nicht mein Pferdchen angreifen. Was ist denn für eine Scheiße? Braucht ihr mich noch? Mein Pferdchen angreifen? Wieso willst du? Bin immer noch da. Wieso willst du mein Pferdchen angreifen? Du sollst dich auf mein Pferdchen hinsetzen. Mal wieder neu rufen. Sag mal, kann sie sich nicht auf mein Pferdchen setzen? Die will mein Pferdchen angreifen. Leute, die will mein Pferdchen angreifen. Ach, das geht nicht, ne? Hallöchen, Flo. Wie kann ich mein Pferdchen rufen? Wie kann ich denn mein Pferdchen rufen? Wie kann ich mein Pferdchen rufen? Wer weiß denn das?
Wie kann man sein Pferdchen rufen? Vielleicht mit Kuh irgendwas? Wer weiß, wie ich mein Pferdchen rufen kann? Pferdchen! Wie kann ich mein Pferdchen rufen? Weiter davon weg sein. Echt? Weiter davon weg sein. Okay. Sag mal ja. Jetzt bin ich aber weit weg von meinem Pferdchen. Das kann. Kräfte können nur einmal am Tag. Oh, schon. Pferdchen! Dahin! Ah, nee. Pferdchen! Pferdchen! Oh, jetzt habe ich mich erschrocken. Hier müssen wir auch irgendwann mal noch einstellen. Ja, so viele Sachen, die ich noch nicht eingestellt habe, glaube ich. Oder so vielleicht. Also, wie kann ich mein Pferdchen rufen? Wer weiß, wie ich mein Pferdchen rufen kann? Keiner weiß es, wa? Keiner weiß, wie ich mein Pferdchen rufen kann. Pferdchen rufen. Weiß es sowas nicht. Ich habe schon alle Tasten gedrückt bis auf Q. Alle Tasten bis Q. Pferdchen. Wie kann man Pferdchen rufen? Wer weiß, wie man Pferdchen rufen kann? Wie kann man Pferdchen rufen? Ich muss auch erstmal bei Google eingeben oder sowas.
Schauen wir mal. Muss man wohl erstmal bei Google eingeben. Bei den Zuschauern weiß es keiner. So, zeig mal her. Skyrim. Skyrim. Pferd rufen. Sag mal her. Skyrim Pferd rufen. Spieletipps. Bla bla. Meistens. Wenn du es gesehen hast, meistens steht sie da, wo man sie stehen gelassen hat. Wenn nicht, schau mal bei den Ort, wo man sie zuallererst bekommt. Sehr witzig. Alternativ machst du einfach ein paar Schnellreisen zu irgendeiner Höhle hin, wo du dann mitten in der Pampa stehst. Im Normalfall wirst du Schattenmäher früher oder später in einem der von dir gewählten Zielpunkte vorfinden. Diese Information ist genauso sinnlos wie der ganze Text. Man kann die Pferde nicht rufen. Man kann Pferde nicht rufen. Oh, jetzt kommt irgendeine scheiß Werbung. Mach doch mal die Werbung weg. Ich kriege jetzt diese blöde Werbung weg. Oh. Ist gefunden, dass wenn man sich in einer Stadt... Stadt portet, das Pferd dann auch mitkommt. Meine Begleiterin musste ich in irgendeinen Dungeon zurücklassen. Und seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Das Pferd ist immer im nächstgelegenen Stall. Also Pferd rufen ist anscheinend nichts. Ich parke das Pferd schon extra 300 Meter weit weg. Aber kaum werde ich angegriffen oder bin in einem Kampf, stürmt es auf den Gegner los. Ach du Scheiße, das Pferd stürmt die Gegner an. Das hält natürlich jetzt wieder auf, weil keiner weiß, ob man das Pferd rufen kann. Jetzt verlieren wir ein bisschen Zeit. Aber lernen wir wieder was. Anscheinend greift das Pferd sogar irgendwelche Leute an. Und stirbt vielleicht sogar dabei. Das wäre dann besonders scheiße, weil wenn du dafür 1000 Aussehen hast und dann das Pferd nachher stirbt, wäre das echt uncool, Mann. Und benehmt euch da im Chat, ja? Sonst müssen alle mal einen Timeout bekommen. So. Machen wir erstmal weiter. Nicht rufen, nur im Stall holen. Tja, komplizierte Kiste, meine Damen und Herren. Jetzt ist Skyrim abgestürzt. Na, hoffentlich habe ich noch mein Pferd. Jetzt ist Skyrim gerade abgestürzt. Scheiße. Stay sagt, da haben die Macher nicht ganz mitgebracht. Du kannst, soweit ich weiß, rufen, nur im Stall holen. So, haben wir das Pferd jetzt eigentlich? Natürlich nicht. Scheiße, Mann. Jetzt müssen wir wieder warten, bis die Ben Ömels kommen. Warten wir mal ein bisschen schneller. So. So, Schnürschuh. Ich habe die schnellsten. Ja, weiß ich. Wie ihr braucht bestimmt ein Schlacht. Warum nicht? Ihr könnt eins haben, das bereits gesattelt ist, wenn ihr das nötige Kleingeld habt. Hab ich. Abgemacht. Es ist das mit dem Sattel. Danke dir.
reitet schnell wie der Wind. Naja, so schnell auch wieder nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein schönes Pferd. Ja, mal los. Ja, die kommt ja dann ja nicht hinterher, meine Kollegin hier. So. Naja, die wird schon irgendwie hinbekommen. So, wir müssen jetzt Richtung... hier hinten. Oh Mann. Das heißt, ich weiß nicht, wie wir da am schnellsten hinkommen. Also da lang. Der Weg führt uns über den Kalverpass. Geil, komm hier. Und? Guck mal hier. Ja, ich kann gut mithalten. Oh, jetzt wird's windig. Wir müssen auf jeden Fall weiter. Hey du! Hallo, werter Reisender. Ein fahrender Troubadour und ein wandernder Taugenichts. Zu Ihren Diensten. Moment! Ein Leben voller Abenteuer und voller Lieder. Genau das Richtige für uns, nicht wahr, mein Freund? Darf ich euch noch was bitten? 25 Goldstücke. Was macht ihr hier draußen? Könnt ihr mir etwas über Redekunst beibringen? Warte mal. Tja. Nach einem gewissen Vorfall, bei dem ein verwegener Bursche und die Tochter eines bedeutenden Taner eine Rolle spielten. Nein, lieber nicht. Leider nicht. Aber wenn ihr eure Zunge wirklich schärfen wollt, solltet ihr es mit der Bardenakademie in Einsamkeit probieren. So, jetzt haben wir praktisch 46 plus nochmal 20 Minuten. Nee, könnt ihr mal. Was macht ihr hier draußen? Die einen finden Inspiration, indem sie die Nase in Büchern vergraben. Die anderen, indem sie zechend durch die Städte ziehen. Ich finde sie hier draußen, in den Weiten von Himmelsrand. Darf ich euch um etwas bitten? 25 Goldstücke. Warte mal, ich soll dir 25 Goldstücke? Was heißt das dann? Singst du dann für mich oder gibst du mir 25 Goldstücke? Darf ich euch um etwas bitten? Es kostet aber 25 Goldstücke. Nee, du willst mir nur abzocken, du Vogel. Also gut. Zieh Leine. So, jetzt kann man wieder richtig atmen. Ja, keine Luft unter den Helm bekommen. Ups. Komm, wir gehen jetzt mal ein bisschen ins Wasser. Oh. Da mal ein bisschen Pferdchen baden. Oh, nein. Eieieiei. Ach du Scheiße. Nein, bitte nicht. Oh nein, was habe ich getan? Oh nein. Wo sind jetzt meine Kollegen?
Ah, da bist du. Habt ihr schon gesucht? Ah, ah. Scheiße. So, wir müssen ja... Warte mal, wir sind auf dem falschen Weg. Wir müssen da lang nehmen. Doch, wir sind eigentlich richtig. Wir müssen, glaube ich, erstmal hier den Weg lang. Aber von hier sind wir eigentlich gekommen. Boah, du reitest auch überall über Stock und Stein, oder? Wollen wir jetzt hier rüber irgendwo vielleicht? Echt jetzt? Ja, da kommen wir doch aber nicht durch. Da ist doch kein Durchkommen. Oder? Nein. Da kommen wir doch niemals, da müssen wir drum rumreisen. Wir müssen über den Berg. Ich glaube, wir müssen andersrum. Ja, von da sind wir ja gekommen. Ach Mensch, der Gott des Waldes. Hallöchen. Doch, warte mal, wir können, glaube ich, über den Pass da hinten, glaube ich. Und zwar da oben lang. Und zwar, wenn wir hier praktisch, irgendwo war doch hier der Weg nach oben oder so. Und hier war doch, das ist der falsche Weg. Nee, der war hier, der war da hinten irgendwo. Irgendwo war da so ein Durchgang. Ich weiß noch. Wir haben damals von da oben haben wir auf das Dörflein geguckt. Guck mal, jetzt müssen wir andersrum. Zu dir pfeifen, rufen geht nur mit Mond. Mhm. Oh ja, hier. Genau. Nicht hinfallen beim Rennen. Tut mir leid, Lydia, ich hätte dich ja auch gerne mal reiten lassen, aber irgendwie scheint es nicht zu gehen wahrscheinlich. Na, wir kommen der Sache schon näher. Guck mal hier. Sind wir denn überhaupt richtig? Ja, wir machen uns auf den Weg. Mal gucken, wie weit wir hier kommen. Oh. Ey, hast du gerade mein Pferd angeschoben? Komm, wir machen ein Gruppenbild. Ja, ja, so ist cool, gut. Warte. Lächeln? Pferdchen, lächeln mal. Warum sagst du nein? Du sollst lächeln, nicht mit dem Kopf schütteln. Okay.
Problem ist aber, wenn ich so mit dem Pferd, jetzt habe ich ein Pferd. Wenn ich zum Beispiel schürfen, sag ich nämlich, wenn ich nämlich schürfen will. Mist, ich hab keine Ahnung. Dafür brauchst du eine, was? Eine Spitzhacke. Und die hat natürlich olle Ische hier. Ische, ich brauch mal kurz die Spitzhacke. Ich bin direkt hinter euch. Gib mir mal was, wir müssen Dinge tauschen. Dinge tauschen. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Die Pferde in Skyrim eh mega doof gemacht, dass sie oft verwackt und sind oder bei Kämpfen mitmachen und draufgehen. Echt jetzt? Sag mir jetzt nicht, mein Pferd geht tot und dann habe ich 1000 Taler umsonst ausgegeben. Oh. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Bloß ist mein Pferd kämpft jetzt mit und dann ist es tot. Wir gehen nicht voran, wir brauchen die Spitzhacke, wir müssen hier arbeiten. Hat ich den richtigen Riecher, das hier was ist, oder? Die Pferde auf einen Weg, das ist halt ab und zu, also ab und an. Fliegen Pferde auf einen einfach weg. Das ist halt Skyrim. Deshalb am besten immer mit Kutsche. Tja, hättest du mal früher gesorgt. Jetzt habe ich 1000 Dinger dafür ausgegeben. Und den werde ich nie wieder zusammenbekommen, diese 1000 Dinger. Ich stehe da hier und die macht einen auf müde, Junge. Ich zieh dir gleich die Pickhacke über den Kopf, sag ich dir. Ich stehe da mir hier hin ab, du kannst ruhig mal mittackern, du. Naja, dafür kämpfst du ja gut, hoffentlich. Sonst zieh ich dir wirklich nach. Das war alles jetzt hier? So. Momentan. Immerhin 6-mal Eisenerz abgegriffen. Bin immer noch da. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Ja! Hier, du kannst den Eisenerz tragen. Was ich gerade mühsam abgearbeitet habe, oder wo du mir nicht geholfen hast. So. Ihr geht vor, ich folge. Was du nicht sagst. Dann werden wir mal gucken, ob wir irgendwo mal. Also habe ich, kann man sagen, das Pferd umsonst gekauft. Das heißt, bei der nächstbesten Gelegenheit wird mein Pferd wahrscheinlich sterben. Bei der erstbesten Gelegenheit wird mein Pferd also sterben. Weiß ja nicht, ob du alle die jetzt siehst hast. Nee, ich hab nur das normale Skyrim hier. Wo ist mein Pferd? Wo ist mein Pferd? Oh, scheiße, mein Pferd da. Oh, ja. Pferd? Aber wir müssen da oben lang, glaube ich. Komm, Pferd. Ach klar, kriegst du die in Höhlen und sammelst Edelsteine und so weiter und verkaufst die einfach. Kriegst du genug, glaubst gar nicht, wie viele Höhlen es in Skyrim. Nee, es gab nur eine Höhle bis jetzt. Mehr Höhlen gibt's nicht.
Das war die letzte Höhle. Mehr Höhlen gab es dann nicht mehr. Guck mal, was hier noch so ist. Rutsch. Da war ein Baum im Weg. Ich glaube, ich habe hier schon mal gestanden. Ne, hier noch nicht. Auf den höchsten. Nein. Oh, 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 oh. Autsch, autsch. Oh nein, was hast du getan? Na toll, jetzt habe ich mich verlaufen. Ah ne. Okay. Komm, komm her, komm, komm. Sind wir denn noch richtig? Hm. Ich glaube, wir gehen jetzt auf den Berg. Der Berg ruft! Moment. Absitzen. Sitz ab! Da kommt eine Brücke. Ich wollte. Gutschwert. Ich wollte hier mal gucken. Ich dachte, dann kommt da oben, dann ist denn da oben. Pferde begeben halt oft Suizid, weil sie überall kämpfen wollen. Ja, toll. Ich habe dafür 1000 Dinger und ich habe mir diese 1000 mühsam zusammengespart. Ich schalte nicht. Ich habe genug von euch. Alter, du bist ja ein schön brutal, muss ich dir mal sagen. So, wenn ich den jetzt wegmache, dann... Ah, genommen. Ups. Oh nein, jetzt ist mein Skyrim weggegangen. Und Vorschau ist deaktiviert bei OBS. Warum war denn die Vorschau deaktiviert? Warum passieren denn schon wieder so merkwürdige Sachen hier? Wo muss Kurs hin? Grauwerte? Ja. Also mal gucken wir. Kriegshammer, nimm mal diesmal nicht mit, das ist zu schwer, oder? Was wichtig mit dem? Ja. So, wie sieht's denn mit dir aus? Hast du Schnieke klar? Oh. Bist aber unsexy-mäßig gefallen, muss ich dir mal sagen. Das war nicht meine Schuld. Das habe ich. Die Goldtaler brauchst du, denke ich mal. Ah, das ist wieder das Dings mit dabei. Scheiße, Mann. Ja, ich jetzt raus musste. Jetzt ist so praktisch nicht mehr richtig da. Das ist praktisch mit der Maus da. Das Leben ist so schön. Das habe ich auch, die habe ich auch. Alter Nordbogenbumse, das nehmen wir mit. Und diese Stahlkriegshammer. Erstmal den richtigen Weg finden, ist ein wenig verzwickt. Ja, notfalls geht man einmal drumherum oder so. Einmal um den Berg. Stahlkriegshammer. Der macht 22 Schaden. Ist das ein Einhänder oder ein Zweihänder? Ich überlege gerade, ich habe ja noch eine Axt. Warte mal, meine Axt, wie viel Schaden macht eigentlich meine Axt? Die macht 10.
Ist ja voll die Gülle-Axt eigentlich. Das hier ja leider 5 Punkte Frostschaden auf Gesundheit und Dings. Aber von meiner Ische. Muss man nicht da. Was Tasten, was macht denn dein Ding? Vielleicht sollte ich dir meine Axt nämlich schieben, falls es überhaupt geht. Ich bin direkt hinter euch. Danke, ist echt nett von dir. Bis jetzt warst du immer vor mir und hast irgendwie. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Ja! Das ist nett von dir, ich liebe dich. So, zeig mal her. Dein Stahlwert macht's. Genau. Das ist nämlich Schrott. Ich geb dir mal meine Axt. Pass mal auf, ich geb dir mal. Nimm dir mal. Pass mal, ich geb dir mal meine Axt. Die macht nämlich 10. Und das ist auch ein Ei, die kann man einhändig benutzen. Pass mal auf, ich geb dir mal. Hier, nimm du mal die Axt. Genau. So, jetzt hat sie nämlich die Axt. Mal gucken, ob sie die auch dann verwendet. Warte mal, wir machen gleich mal einen Kampf. Ihr seid mein Tane, also bin ich euch zu Dienst verpflichtet. Ich werde euch und alles, was euch gehört, mit meinem Leben schützen. Danke dir. Na also, jetzt hast du mal eine richtige Schlagding. Jetzt kannst du richtig auf die Fresse hauen. Ich mache ein bisschen Magie und du machst dann, du haust mal richtig mit der Axt richtig zu. Oder willst du den Kriegshammer haben? Aber ich glaube, das ist ein Zweihänder. Bin mir nicht ganz sicher. Wer weiß von euch, ob der Hammer dann ein Zweihänder ist? Stahlkriegshammer. Sieht aus wie ein Zweihänder, das Ding, oder? Das ist bestimmt kein Einhänder. Aber wenn es nämlich ein Einhänder wäre, dann wäre das nicht schlecht, weil mit dem Ding machst du 22 Schaden. Da würdest du 10 Schaden mehr machen. Haust du den so in die Fresse, dass der gleich tot ist wahrscheinlich. Aber die Frage ist, ist das ein Zweihänder? Ein Zweihänder meinst du? Na gut, dann lass mal den liegen. So, was gibt's hier noch? Geldbeutel. Geldbeutel sind gut, ich brauche viel davon. 10 Taler, gut. Nimm mal mit. Und nochmal, was war das? 16 Taler, gut. Ein Buch. Krieger. Oh ja, Krieger bestimmt. Yes! Verdammt verbessern. Und eine Truhe. Truhe immer gut, sag mal ja. 42 Goldtaler. Sehr gut, Dankeschön. Das konnten wir gebrauchen. Durchsuchen, großer Sack. Scheint der zu sein. Steht doch da. Was war drin? Habt ihr Met? Habt ihr wenigstens Met für mich hier? Sag mal, ihr wart irgendwelche Räuber und frisst Karotten? Habt ihr denn kein Met als richtige Räuber und Äpfel? Scheinen gesunde Räuber zu sein. Das waren gesunde Räuber, aber die waren gerade am Essen hier. Und du da. Wie sieht's denn mit dir aus? Ein Langbogen. Ich glaube, Eisendolch. Dietriche, die nehmen wir mal mit. Goldtaler nehmen wir mit. Das habe ich beschlagene Rüstung, habe ich selber. Die Schuhe kannst du auch behalten. Und Pfeile eigentlich auch genug. Obwohl, naja. Nehmen wir mit. Der Langbogen macht 7 Schaden. Ich glaube, mein Bogen ist besser. Zeig mal her, wo ist denn mein Bogen? So. Naja, meiner macht mehr Schaden. So, was habt ihr uns denn schönes gebraten hier? Zeig mal her. Sammel, schwarzer Kleber habt ihr euch gebraten. Benutzen Kochtopf, was ist denn da? Erstmal essen. Warte, ich brauche dafür Mondzucker, 3x 2 Bier, Käserad, 3x. Hab ich das da? Ne, anscheinend nicht, oder? Oder doch? Erschaffen. Sag bloß, ich hab das. Ein Elsewehr Fondue. Ich hab Mondzucker. Und Käserad. Ist jetzt hier die Frage.
So ein Fondue ist ja mal nicht schlecht, oder? Immerhin, er regeneriert sich 720 Sekunden lang, 25%. Schneller wird er 120 Sekunden lang. Na los. Mal gucken, ob das geht. Wohl nicht, oder? Geh. Möchtest du den Gegenstand herstellen? Naja, mir macht dieser Eiderrad Käserad und Mondzucker macht mir so. Wie viel Eiderrad Käserad habe ich denn hier? Lass mir mal kurz nochmal gucken. Nein. Ich muss erst gucken, wie viel, wenn das tatsächlich geht, wie viel ich davon habe. Nicht, dass ich allerdings Zutaten. Wie war das mit Käserad? Ich habe dreimal Mondzucker. Wert 50. Bier. Dreimal Bier und Käserad. Wo ist ein Käserad? Und da essen wahrscheinlich. Käserad. Käserad ist hier ja nicht. Nee, ich behalte meinen Mondzucker erstmal. Ich esse jetzt erstmal einen Apfel. So, jetzt soll erstmal einen Apfel essen. So, wir nehmen uns mal lieber diesen Cleaver damit. Aber so ein Fondue wäre nicht schlecht in mein Dings. Aber naja. Na los, nimm mal den mit. Oh, nein. Oh. Okay, weiter. Mein Pferd ist weg. Lady kann nicht mehr sitzen. Leute, mein Pferd ist weg. Anscheinend ist mein Pferd tot. Na super. Und für mein Pferd habe ich 1000 Dinger aussehen. Toll. Mein Pferd ist tot. Ja, nein, schön. Da ist es ja. Da bist du ja, ich war schon traurig gewesen. Warum tust du mir eigentlich sowas an? Na. Da bin ich aber glücklich. Mein Pferd ist wieder da. Und nee, was gibt es denn Leckeres zu essen? Schneckle, was meinst du denn jetzt? Fondue gab's da. Fondue. Gemacht aus Bier, wenn du mich jetzt meinst. Also Fondue gemacht aus Bier, Käserad, Mondzucker und noch eine Zutat. Schnapper schnuppi schnapper di papupa di pupa di schnapper di pupa. Warte mal. Mensch, Pferdchen.
Ich bin ein Klippenspringer. Ist da Wasser da unten? Wilden Täler, die wilden Flüsse. Ach, wenn ich das nur wüsste. Foto? Lächeln? Gut. Weiter. Ich kann mir nicht helfen, aber mit dem Pferd fühle ich mich so ein bisschen eingeschränkt irgendwie. Weil ich könnte ohne dem Pferd wahrscheinlich mehr entdecken. Boah, vielleicht bilde ich mir doch mal so ein. Geht doch genau, oder? Aha. Ey, Sapusti greift den schon an. Komm zurück. Ich muss ja mal mein Pferd parken. Mein Agro-Todesritter-Pferd sozusagen. Wir parken jetzt erstmal mein Pferd woanders. Das heißt also, weit genug das Pferd vom Schuss parken. So, Pferdchen, hier kannst du stehen. Wir müssen mal kurz mal mit so einem Wandersmann reden. Mach mal sitzen. Bleib schön da sitzen, okay? Ich meine stehen. Komm mit, Lydia. Lydia! Machten der das denn? Geh mal weg! Er hat gerade Steam-Dings geöffnet hier. Vielleicht eine Falle? Ey, da hinten waren wir schon mal. Der sieht so ein bisschen... Der hat ja einen Schwanz hinten dran. Du bist niemals alleine. Ich glaube, deine Rasse läuft immer in Rudeln oder sowas. Lydia, passt jetzt bloß auf. Wir gehen uns kurz mal gucken. Denn wir waren da drüben schon mal gewesen, glaube ich. Ja, ja, ja. Oh, ein Rodelberg. Ein Rodelberg, schön. Hier kann man runterrodeln. Dass ich das noch erleben darf. Foto machen, bitte. Lächeln. Okay. Weil ich dann war, weil ich mich schlecht gefühlt habe. Schneckler hat sich schlecht gefühlt. Spätestens gegen den Drachen ist das verloren. Was? Nein, mein Pferd ist stark. So, jetzt quatsch noch mal den an. Ich wünsche euch alles Gute. Wenn ihr zwei Waffen habt, lasst das Blocken lieber sein. Das verwirrt euch bloß. Es ist sowieso viel besser, gleich zweimal zuzuschlagen. Naja, was willst du mir damit sagen? Willst du das mit mir kämpfen? Manche nehmen gerne Freunde auf ihre Abenteuer mit. Hey, Witz. Naik findet es besser, alleine zu sein. Dann gibt es keinen Streit um den Schatz.
komm doch mit uns mit. Maik weiß viel, oder? Du stehst jetzt hier einfach nur so rum, oder was? Komm doch eine Runde mit. Maik ist jetzt müde. Geht jemand anderem auf die Nerven. Ey, das ist aber unfreundlich von dir. Komm. Maik hat genug geredet. Möchte Maik vielleicht was auf die Schnauze haben? Maik, auf das Ding, erstmal Prost. Sag mal, fällst du mir? Maik hat genug geredet. Maik hat genug. Ja, Maik. Du willst ja nur mein Pferd töten. Bevor ich hier lang reite, gucke ich erst nochmal nach. Wofür habe ich eigentlich ein Pferd? Weit mich gerade. Oh. Da kommt eine Burg. Ah, wir sind auf dem Weg nach Helgen. Warte mal, in Helgen bin ich da losgestartet. Bin ich in Helgen nicht mal losgestartet? Blutsplittermine abgeschlossen. Wächtersteine. Kommt mir irgendwie alles ein bisschen bekannt vor. Du, guck mal. Lydia, von da bin ich mal, glaube ich, gekommen. Was sagst du dazu? Da gehen wir jetzt hier hin. Wir müssen nur unser Pferdchen holen. Komm, Lydia. Lydia! So, und wehe, Digga, du... Ja, ja, wehe, du greifst mich jetzt an. Ich sag dir, ich weide dich aus und hänge deine Eingeweide nagelig hier an den Steine ran, sage ich dir. Da. Pferdchen, wo bist du? So weit weg, Pferdchen? Pferdchen! Da bist du. Oh, jetzt ist mein Bildschirm schwarz geworden. Hat auch Teile ist einstecken, kann man. Okay, nur freue mich auch so. Hat Fett einstecken? Oh, jetzt hat mich das Pferd gerade ganz traurig. Guck mal, wie es guckt. Oh, das ist mal ein Foto, Mann. Nochmal. Pferdchen, guck mal nochmal. Oh. Oh, hat sogar den Schlafzimmerblick aufgesetzt. Braves Pferdchen. Mein Pferdchen hat mich lieb. Komm, Lydia, du musst auch mal so einen Schlafzimmerblick machen. Lydia. Hey, Lydia, mach doch auch mal den Schlafzimmerblick. Sie macht den Schlaf, mein Pferdchen macht den Schlafzimmerblick. Der greift jetzt mein Pferd an, hau ich den in die Schnauze. Mein Pferdchen und ich. Guck mal hier, ich habe ein Pferdchen. Da staunst du, wa? Ey, warum schubst du denn immer mein Pferdchen an? So, dann müssen wir jetzt hier lang. Über Helge sozusagen. Über Catwalk auf A, kurz angeflammt, und das heißt dann hier oben gehen wir hier so lang. Und da oben kommt man auch irgendwie hin. Hoch. Ich meine, wenn wir schon mal da oben sind, Ritualstadt, sollten wir sehen, dass wir da hochkommen. Wird ziemlich kalt da oben werden. Dum-di-dum, dum-di-dum. Obwohl, warte mal. Lydia! Lydia! Wie spät haben wir's? Wir reiten noch bis in die Stadt und dann locken wir uns erstmal aus. Dann sind wir ein Stückchen vorangekommen auf dem Weg. Dann reiten wir hier nochmal, gucken wir hier nochmal ein bisschen. Sehr fein. Das ist ja ein schön windig.
Auf jeden Fall brennt Licht. Wenn Licht brennt, ist jemand da anscheinend. Nein, wo rennst du lang? Pferdchen. Die arme Lüder muss die ganze Zeit rennen. Naja, dann wirst du wenigstens schlank. Wirst du sehr schlank. Warte mal, da war gerade ein roter Punkt gewesen. Da. Was ist jetzt los? Lass mein Pferd in Ruhe. Lydia, komm! Wisst ihr was? Ihr lauft los und ich steche euch in den Rücken. Scheiße, mein Pferd. Mein Pferd wollte tatsächlich mit angreifen. Der hat eine Stahlstreitaxt. Habe ich selber. Eine Stahlstreitaxt. Wie schwer ist denn die? 21. Die nehmen wir mal mit und geben die mal Lydia. Mal gucken, ob sie die praktisch verwenden können. Lydia, wir müssen kurz mal tauschen. Ich bin immer noch da. Ich bin immer noch da. War zu spät. Mein Bett hat mich gefangen. Ich möchte einige Dinge mit euch tauschen. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Jawohl. Okay. Lydia, du kannst jetzt mal von mir eine Waffe bekommen. Vielleicht gefällt sie dir ja so. Ja. Probier mal. Hier. Nee. So, hier, Lydia. Lydia, sie ist so wunderbar. So, du hast jetzt die große Axt genommen, oder? Ah, Lydia, ob ihr du... Ihr geht vor, ich folge. Du hast auf jeden Fall jetzt eine große Axt. Na, hoffentlich klappt das. Oh, so lange Fackel. So, auf jeden Fall, anscheinend sind die da uns nicht wohlgesonnen. Wir lassen mal Pferdchen erstmal stehen. Ich dachte, wir können jetzt hier gemütlich bei Kerzenschein mit den Leuten hier sitzen, aber soll das heißen, dass jetzt das ganze Dorf uns nicht wohlgesonnen ist, oder was? Ja, mal anklopfen hier. Was war da mit Sammeln gerade? Mal Platz, ich muss aber sammeln hier. Ach so, die Viecher, nee, erstmal nicht. Das scheint ein ganzes Feuer zu sein. Dürfen wir reinkommen? Und erstmal drum herum latschen ein bisschen. Oh, so ein Eingang. Was steht denn da? Was steht denn da drin? Ist das ein Geist oder was? Lydia? Ich glaube. Oh, mal geht's ja weiter. Was steht hier dran? Wie war's denn? Hey, ja, Pilgern. Wie war's denn? Zeig mal her. Ja, man läuft. Aber wir wollen jetzt erstmal hier ein bisschen Urlaub machen. Also ich meine... Hä, sind wir hier nicht willkommen oder was? Zoomen wir mal das Haupttor. Wir scheinen ja nicht willkommen zu sein. Aber da komme ich doch her, das ist doch Olle Helge und so. Ich glaube, ich komme hier her aus dieser Gegend. Hier brennt auch Licht. So.
Vielleicht ist ja nur nachts über zu. Vielleicht haben die Angst, dass nachts irgendwelche Wölfe oder sowas kommen oder so. Die Tür ist irgendwie zu hier, der Schuppen hier. Ich weiß nicht, ob wir aufschließen sollen. Ich meine, wer will uns daran hindern? Warte mal. Okay. Na, pass mal, wir lassen mal ein bisschen. Mach mal 6 Stunden. Warte mal, hier mal 6 Stunden. Mach mal nochmal 3 Stunden. Mal noch 2 Stunden. Noch eine Stunde? Also um 9 Uhr müsste ja irgendwas passieren so. Vielleicht geht ja um 9 Uhr das Tor auf oder sowas. Lydia, wo ist überhaupt Lydia? Lydia? Wo ist Lydia? Lydia ist weg. Wo ist Lydia? Lydia ist weg. Leute, Lydia ist weg. Meine Lydia ist weg, die mich für immer beschützen wollte und alles. Du Scheiße. Mein Pferd, lass mein Pferd in Ruhe. Mein Pferd. Der frisst mein Pferd. Lass mein Pferd in Ruhe. Lass mein Pferd in Ruhe.
Mein Pferd! Scheiße, wo ist mein Dings? Oh. Mein Pferd. Mein Eisenhelm. Meine Stiefel. Eine Eisenstiefel habe ich an. Ihr wollt zu den Norden gehören? Wo ist denn Lydia überhaupt? Na, wo bist du? Und Lydia ist tot. Wo ist eigentlich Lydia? Wer hat ihn, oder hat der die getötet oder was? Und wo ist mein Pferd? Wo ist er denn jetzt? Sind da noch mehr Drachen? Das sind 1, 2, 3, 4 rote Dinger sind. Ich habe gar keine Chance. Ich habe gar keine Chance. Der Drache ist unbesiegbar. Der tötet alle Leute. Hat der meine Lydia getötet? Ich sehe den Chat nicht. Und wo ist mein Pferd? Das so. Ich muss mich irgendwo verstecken. Da oben. Mach doch schon! Pfeile bewirken gar nichts. Ach, da wollte ich 80 Millionen Pfeile, bis ich da weiter reiche. Die Musik so direkt. Und Lydia ist nicht mehr da. Na toll. Und die hat meine ganzen Klamotten. Trifft keinen einzigen Pfeil. Der Bogen muss erst spannen, damit es fliegt. Sonst fällt der Pfeil einfach zu Boden. Diesmal ist kein CS:GO. Die Pfeile fliegen runter. Die Weile. Ja klar. Hat den Bogen gespannt? Ich habe doch den Bogen gespannt. So geht das alles nicht. Ich habe ja meine Lydia verloren. Die war schon vorher weg. Das geht so nicht. Ich habe meine Lydia verloren. Wieso den Bogen spannen? Ich spann doch den Bogen immer. Da, der Bogen ist doch gespannt. Der Bogen ist doch gespannt. Da, zack, jetzt ist der Bogen gespannt. Ich bin gespannt, als du das am Tor mit ihm gekämpft hast. So, muss auch nochmal laden, ist ja scheiße. Machen wir mal hier hinter dem letzten. Alles umsonst. Lydia war plötzlich weg gewesen. So, wo ist hier Lydia? Da ist er schon weg.
Ja, das ist schon weg. Frag dich das, wo Lydia abgeblieben ist. Oh, so weit zurück. Na, ist halt ganz gut, da habe ich das Pferd noch nicht gekauft. Dann spare ich mir die 1000 lieber für meine Wohnung sozusagen. Na gut. Oh. Was ist denn mit dir los? Wann los? Gehen wir nochmal schnell dahin und dann locken wir uns erstmal aus für heute. Haben wir sowieso schon wieder ziemlich lange aufgenommen. Sandir, ich hab dir doch eine Nachricht geschickt. Du hast nicht reagiert. Ich habe dir eine Nachricht geschickt, Sandia, bereit dich vor, geht gleich los. Und dann so 15, 20 Minuten später habe ich dann angefangen. Aber Sandia hat nichts gemerkt. Maik wünscht euch alles gut. Nord nehmen ihre Bärte sehr ernst. Hat man Maik? So viele Bärte. Maik glaubt, sie sind neidisch auf die Mähnen der Khajiit. Ja, es geht vorbei, Sandir. Ich habe dir vorhin Bescheid gesagt bei Steam. Musst mal gucken. Hat dir nicht ganz aufgepasst, Sandir, Mensch. Dann haben wir schon wieder so ungefähr wahrscheinlich 2 Stunden aufgenommen oder so. Hallöchen. Ja, renn. Ich tue dir aber nichts. Keine Angst, ich tue dir nichts. Ja, jetzt bin ich verwirrt. Keine Angst, ich tue dir nichts. Auf eine Feier. Ach so. Feier? Weil seit 4 Monaten, ich war sonst jeden fucking Abend daheim und wäre dabei gewesen. Das ist doch nicht. Kein Problem, Sandia. Wir haben es auf Video. Wir haben ja alles auf Video. Guck mal, der rennt sogar bis in die Stadt rein. Oh, jetzt haben wir den armen Gott des Waldes, haben wir jetzt in die Stadt gejagt. Jetzt muss man sehen, wie wir da hochkommen. War alles umsonst. Was kommt nach Skyrim? Was kommt nach Skyrim? Ich weiß es noch nicht. Und man muss überlegen, sind wir hier richtig? Ja, ich glaube schon. Ach, das Urgott, genau, das Urgott-Ding wollten wir machen. Genau, das Urgott-Ding. Ich dachte, Botek schläft schon oder so. Das heißt, wir müssen dann jetzt nochmal, wir locken uns dann an der Stelle aus, wo wir praktisch gegen diese Leute gekämpft haben. Das heißt, hier hoch, glaube ich, irgendwo war das. Genau, hier locken wir uns aus. So. Und damit du mir ein... Was?
Du hast dir gewünscht, ich schlafe schon, damit du mir entgegen. Botex hier. So, hier speichern wir ab. Details. Siehst du, Zander, hast du nichts verpasst. Oder? Nö, hast du nichts verpasst. So, denn wir müssen alles nochmal neu machen. So eine Scheiße, aber. So, Autospeicherung. So eine Kackerle Backerle. Die Frage ist, warum ist Lydia verschwunden? Lydia hat wahrscheinlich gemerkt, dass er irgend so hinter dem Tor da irgendein Drachenkampf wartet und hat es einfach abgehauen. Er macht hier einen auf großen Krieger und dann, wenn es drauf ankommt, lässt sie mich im Stich oder sowas. Naja. Hat sie mich dann schon reingelegt, die Lydia. Mann. Lydia ist weg. Ja, Schneckle, Lydia war weg gewesen. Deswegen musste ich jetzt den ganzen Weg nochmal latschen gerade eben, weil Lydia war weg gewesen. Ja. Lydia war, als ich das Tor geknackt habe, war Lydia schon lange nicht mehr da. Die Frage ist, wo war Lydia gewesen? Wo war Lydia gewesen? Also die Frage, meine Damen und Herren, für heute lautet, die Frage, die wir uns stellen müssen, warte, ich muss mal hier wegmachen. Wo war Lydia gewesen? Also ich war am Turm, also ich war da an diesem Tor und auf einmal war sie weg. Die einzige logische Schlussfolgerung, die sich daraus ergeben kann, Lydia hat noch eine Stadtwache gesehen und ist mit denen wahrscheinlich... ist die einzige logische Erklärung. Während ich praktisch da verdammt dieses verdammte scheiß Tor aufmache mit dem Dietrich und dann gegen einen plötzlich mich total erschreckenden imbarer Drachen, der durch die Lüfte fliegt und mich vereisen will, während Lydia irgendwo in der Büsche so und habt ihr gesehen, der wollte mein Pferd fressen. Ich weiß nicht, ob sie mein Pferd gerettet hat, weil es ist ja da noch verschwunden. Eigentlich hätten wir jetzt nochmal gucken sollen, ob der, ich glaube, mein Pferd ist weggerannt. Ja, mein Pferd war nicht so blöde. Mein Pferd ist nämlich weggerannt. Der hat, glaube ich, ein paar Mal mein Pferdchen im Arsch gebissen. Aber dann ist mein Pferdchen weggerannt. Was hat denn ziemlich breiten Arsch? Ich denke mal, das hat so einen breiten Arsch gehabt, dass der Drache gar nicht mehr klargekommen ist. Der Arsch, der fette Arsch! Ja, also der konnte wahrscheinlich, das Pferdchen hat sich gesagt, ja, beiß mal ruhig in meinem Arschlein hinein, was halt so einen großen Arsch gehabt hat. Und, naja, so eine alte Schindamiere, die kannst du nicht so einfach in den Arsch beißen. Also ich habe noch gesehen, wie das Pferd um die Ecke weggerannt ist. Nun haben wir es nicht mehr gesehen, weil wir jetzt nicht mehr geguckt haben. Aber ich bin der Meinung, mein Pferd hat überlebt. Weil es ist ja weggerannt von dem Drachen. Und dann habe ich auf den Drachen geschossen und der war mit mir wieder beschäftigt. Das heißt, das Pferd hat überlebt. Es ist nicht gestorben. Das heißt, das und das wiederum heißt, dass mein Pferd ein Imba-Pferd war. Ja, hat gegen den Drachenstand gehalten, ne? Ja, Mann, voll geile Matte. So, dann für die YouTube Leute erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und ihr wisst ja, schönes Wochenende gewünscht, hatte ich ja vorhin am Anfang schon gesagt. So, Aufnahme beenden. Mal gucken, wie lang es da geworden ist. Ich hoffe nicht wieder 3 Stunden. Also.